Molly, gratuliere zum souveränen Aufstieg ins Cup-Viertelfinale. Gratuliere dir zu deinem Pflichtspieldebüt für die Profis. Wie war es für dich heute? Ja, es ist eine große Ehre für mich, da heute zu debütieren zu dürfen. Ich glaube, wir sind glücklich, dass wir weitergekommen sind und ein doch schwieriges Spiel gewonnen haben. Was geht in einem Kopf von einem Spieler vor, kurz bevor das erste Mal für die Profis vom SK Rapid auflaufen darf? Ja, ich glaube, man darf sich da nicht so viele Gedanken machen. Man muss eigentlich ausschalten und so spielen, wie man immer spielt und einfach froh sein, dass man das im Debüt machen kann. Wie verdient war der Sieg letztendlich? Ja, ich glaube, wir haben den Sieg auf jeden Fall verdient gehabt. Es war ein 3-0, haben hinten nicht wirklich viel anbrennen lassen und somit ziehen wir verdient in die nächste Runde ein. Danke, Martin. Srishan Krawatz, Gratulation zum souveränen 3-0-Erfolg auswärts bei Amstetten. Jetzt geht's ab ins Viertelfinale. Blicken wir zurück auf die 90 Minuten. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, wir haben souverän gespielt. 3-0 gewonnen von Anfang an. Wir waren richtig gut. So erste 20 Minuten haben wir 2 Tore gemacht. Dann haben wir ein bisschen Probleme gehabt. So letzte 15 Minuten in der ersten Halbzeit. Und dann in der zweiten Halbzeit mit dritten Tor war das schon erledigt. Unterm Strich war es relativ deutlich. Wie schwierig war es am Feld? Ja, es war nicht ein einfaches Spiel und ich habe ihn gewusst und habe ihn gesehen bei anderen Mannschaften, was alles möglich ist im Cup. Ich habe ihn gewusst, dass wir müssen alles geben. Wir waren konzentriert von Anfang an und haben das gut gespielt heute. Kracho, wie auch schon gegen die Admira, hast du heute wieder ein traumhaftes Freistoßtor erzielt. Woher kommt diese Stärke? Ja, ich glaube, das ist mein viertes Freistoßtor beim Rapid. Ich trainiere immer und beim Training, ich versuche immer besser zu werden. Und in letzter Zeit, ich schieße richtig gut und ich hoffe, dass ich werde wieder im nächsten Spiel die Möglichkeit haben zu schießen. Hand aufs Herz, wie viel Gefühl steckt in deinem rechten Fuß? Ja, jetzt bin ich schon müde, so habe nicht so viel Gefühl, aber morgen heißt Regeneration und dann, ich glaube, bis Sonntag Gefühl wird wieder da sein. Danke, Kracho. Didi, gratuliere zum Aufstieg ins Cup-Viertelfinale. Man weiß, der Cup schreibt seine eigenen Gesetze. Wie froh bist du heute, dass es so gut letztendlich ausgegangen ist? Natürlich, nach einem Sieg ist man immer froh, weil es im Prinzip auch jetzt die nächste Runde ist. Und das wollte man da erreichen. Es war in Ordnung, die Leistung, würde ich sagen. Also wir haben schon gezeigt, dass wir die bessere Mannschaft sind, haben die Tore zu guten Zeitpunkten geschossen und haben dann sogar ein bisschen Spüle dann rausnehmen können, was man vor dem Spiel hätte man das erträumt. Ja. Wie wichtig ist der Sieg auch für die Moral der Mannschaft? Ich denke generell, dass die Mannschaft in den letzten Wochen keine schlechten Spiele gemacht hat. Aber wir haben sehr oft nicht belohnt und das ist, glaube ich, das größere Problem gewesen. Ich denke, wir haben jetzt viele Spiele nicht verloren, muss man sagen, aber wir haben auch die Spiele nicht gewonnen, obwohl wir die bessere Mannschaft waren. Und deshalb war es heute ungemein wichtig, dass wir den Sieg eingefahren sind, dass wir in die nächste Runde gekommen sind. Und das muss auch für die Köpfe was Gutes sein. Du hast einem jungen Rapidler heute wieder das Debüt ermöglicht mit seiner Einwechslung. Wie hast du die Leistung von Martin Mormann gesehen? Die war absolut in Ordnung. Ich denke, wenn du dann 3-0 vorn bist, natürlich ist es dann für einen Morley auch einfacher. Aber ich denke, dass er die Aufgabe dann sehr gut gelöst hat. Didi, vielen Dank.